Nach langwierigen Verhandlungen haben die EU und Großbritannien ihre Wirtschaftsbeziehungen nach dem Brexit geregelt. Beide Seiten einigten sich in letzter Minute auf ein Handelsabkommen. Damit ist ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahreswechsel abgewendet. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete die Einigung als historisch. Das Handelsabkommen soll zum 1. Januar vorläufig in Kraft treten. Alle EU-Staaten, das britische Unterhaus sowie das Europaparlament müssen noch zustimmen. Knapp vorbei ist auch daneben. Was heute Morgen für Larry, den Kater von Downing Street No. 10 bei der Taubenjagd galt, das galt zu dem Zeitpunkt auch für die britischen Zeitungen. The deal is done, es gibt eine Einigung, hatte der Daily Express vorschnell getitelt. Aber erst gegen 16 Uhr war es dann wirklich soweit. Kommissionspräsidentin von der Leyen verkündet, der Brexit-Deal steht. Endlich. Es war ein langer und steiniger Weg, aber am Ende können wir ein gutes Ergebnis vorweisen. Der Vertrag ist fair und ausgewogen und er war ein Gebot der Vernunft für beide Seiten. Bis zuletzt gestritten wurde um die Frage, wie viel EU-Fischer in britischen Gewässern künftig noch fangen dürfen. Ergebnis: letztlich 25% weniger als bisher. Die Einbußen werden aber über 5,5 Jahre langsam und schrittweise eingeführt. Ich weiß, dass das nicht einfach wird. Aber die Europäische Union wird den Fischern zur Seite stehen. Dazu haben wir uns verpflichtet. Noch viel wichtiger ist die Einigung auf Spielregeln in der Wirtschaft. Die EU akzeptiert, dass Großbritannien als souveränes Land nicht mehr 1:1 dieselben Gesetzestexte für Produktsicherheit oder Subventionen haben wird. Wenn Großbritannien das aber ausnutzt, um sich Vorteile zu verschaffen, will die EU umgehend reagieren. Wenn sie sich nicht an die Regeln halten, wird es Importbeschränkungen und Zölle geben. Das hätte also einen Preis. Der britische Premier Johnson lobte den Deal. Er habe trotz aller Kompromisse die Ziele des Brexit erreicht. Britische Gesetze werden nur noch vom britischen Parlament gemacht, ausgelegt von britischen Richtern in unseren Gerichten. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hat ein Ende. Die Brexit-Verhandlungen sind vorbei, gerade noch rechtzeitig zu Weihnachten. Mit dem heutigen Vertrag investiert die EU viel in weiter gute Beziehungen zu Großbritannien. Noch nie hat sie einem Drittstaat einen so vorteilhaften Zugang zu ihrem Binnenmarkt gewährt, ohne direkten Einfluss auf dessen Gesetze. Die Hoffnung ist nun, dass Großbritannien fair spielt und man auch künftig gut zusammenarbeitet, auch bei Polizei, Sicherheit oder Klimaschutz. Zu der Einigung zwischen der EU und Großbritannien jetzt live aus London, Annette Dittert. In London Erleichterung und großes Aufatmen, vor allem bei der britischen Wirtschaft. Der harte Bruch ist vermieden. Stattdessen gibt es nun eine Basis für ein partnerschaftliches Miteinander mit der EU. Das ist die gute Nachricht. Aber der Deal ist dünn. Jahrelange Verhandlungen über die Details werden folgen und der Handel zwischen London und der EU wird auf lange Sicht komplizierter bleiben, als er es war. Dessen ungeachtet wird sich Boris Johnson in den nächsten Tagen hier als großer Sieger feiern lassen. Es gilt als sicher, dass dieser Deal am 30. Dezember hier durchs Parlament geht. Aber auch innenpolitisch ist für Johnson hier jetzt eine große Chance, die aufgeheizte Atmosphäre der letzten Jahre hinter sich zu lassen. Und er kann und muss jetzt beweisen, welche Vorteile der Brexit wirklich bringt. In seiner Ansprache heute Abend war von der aggressiven Rhetorik der letzten Jahre wenig zu spüren. Man bleibe der EU verbunden als Freund, als Partner und als deren größter Markt. Also kein zerrissenes Tischtuch, sondern die historische Chance für beide Seiten, jetzt ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und damit Happy Christmas aus London und zurück zu Jens Riewer.